So, Verdanturf Town. Haus 2. Professor Bitch, wie geht's dir, Alter? Ja, hallo, lass uns kämpfen. Medicharm. Also Medicharm hat keine Megaform. Aber Medicharm auch Kampf und Psycho könnte theoretisch eine Spezialattacke haben. Ich glaube, er geht eher auf eine normale Attacke. Sowas wie, keine Ahnung, gucken wir einfach mal rein. Konfusion könnte es haben. Ich denke eher sowas wie Then Headbutt oder sowas wird da kommen. Oder ein Ice Punch. Ich denke, da wird was Physisches kommen. Wir riskieren das jetzt mal mit dem Counter. Ice Punch. Da hätte man aber auch eigentlich Endeavor machen können, theoretisch. Hätte jetzt auch nichts geändert. Wobei, Endeavor hätte ihn nicht mal umgebracht. So ist er down, ne? Ein Slugging. Okay. Okay. Wir machen ein Switcheroo. Und ein Memento. Bei Slugging kann man den Übergang zu Ninjask sehr gut timen, finde ich. Weil er ja dann immer eine Runde ausruhen muss. Mach mal so rum. Es war gewollt. Ich habe es nicht vergessen, den einzuschläfern, sondern ich wollte es in der Reihenfolge so machen. Simple Beam, einmal Flash. Zweimal Flash. Er hat jetzt gerade angegriffen, richtig? Dreimal Flash. Und jetzt kann ich ihn eigentlich sogar absichtlich angreifen lassen. So. Diese Runde kann er nicht angreifen. Können wir jetzt rüber wechseln. Dreimal Flash ist drin. Er kann jetzt nicht angreifen. Genau. Substitute. Jetzt greift er wieder an und wir machen einmal Protect. Und können jetzt wunderbar rüber wechseln. Perfekter Aufbau, hä? Also Slugging ist eigentlich gut zum
Sagt man das zum Setupen? Zum Vorbereiten. Ne? Ruf da. Der könnte der Flamebody haben? Nee, der hat Wetter gemacht. Also hat er Drought. Oder Drought? Drought. 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 Dürre. Und das letzte. Blaziken. Na, nochmal richtig drauf da. Mega Blaziken. Schaffen wir den? Ja! So, ja, ich nehme dir dein komplettes Cash weg, Dr. Bitch. Professor Bitch. 32.000. Ein Little Talo. Okay. Wir sehen uns bald wieder. Der nächste Boss ist, glaube ich, in Mobile.